Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zap Plays Dark Souls Prepared to Die Edition Blind. Beim letzten Mal haben wir hier den Shortcut freigelegt, von dem ich erst dachte, dass es ganz eine dumme Idee wäre, hier an dem Hebel zu ziehen. Hat sich dann als sehr gute Idee herausgestellt. Und jetzt können wir hier relativ schnell in die Kristallhöhle zurückkehren. Was eine super Sache ist, denn in der Kristallhöhle, da haben wir scheinbar noch Business. Das sieht so ein bisschen aus, als ob da relativ bald auch der Boss kommen wird. Beim letzten Mal habe ich mich ja etwas dämlich angestellt, gegen den anderen Typen da zu kämpfen. Diesmal werde ich versuchen, den mit Pfeil und Bogen wegzumachen. Ja, das ist eigentlich vorerst mal alles, was mir gerade so spontan einfällt. So, hier um die Ecke ist ja der, ja genau, der Typ. Ich hoffe, ich habe sonst niemanden gepult. Fuck, ich habe wieder zwei gepult auf einen Streich. Na super, fängt richtig gut an. Not. Aber ich hoffe, dass ich den hier vielleicht tot bekomme, bevor der andere sich daher bequemt. Sehr schön, das hätten wir schon mal geschafft. Das ist schon mal viel wert. Dann müssen wir uns gegen den hier keine Sorgen machen gleich. Weil einer von denen ist halt immer relativ simpel. Wenn man mal hinter denen steht, treffen sie einen halt nicht mehr. Man sollte halt nur aufpassen, dass man nicht in deren AOE-Move reinläuft oder sowas. Aber die zeigen ja ziemlich deutlich ihre Moves alle an. Deswegen sollte ich mich hier nicht mal treffen lassen eigentlich. Wenn doch, dann habe ich gefailed. Ja, aber es geht hier ganz gut, wie gesagt. Das ist schon mal super hier. Wo ist denn der andere Typ? Da stehen noch immer zwei von denen. Ach ja, guck mal, da sind sie auch alle beide. Vielleicht kriegen wir den einen sogar von hier gepult. Schauen wir doch mal so. Oh, guck mal, der lässt sich hier sogar abschießen. Ja, aber eigentlich hätte ich den gerade gern gepult. Ja, dann, das geht nämlich einigermaßen schnell. Und ich finde die Maske hier so psycho. So psychosick irgendwie. Achso, der Typ kommt ja auch mal. Ja, er kommt auch noch an. So, komm mal ran jetzt hier. Dann mach ich dich weg. So. Ja, da haben wir schon den ersten Stich. Der zweite kommt so gleich. Ja, einmal noch zustechen und der ist weg. Und auch seinen AOE-Move raus und dann ja. Der war, die sind halt echt, eigentlich sind die relativ simpel. Hätte ich eine Waffe, die ein bisschen mehr Wumms noch macht, vielleicht könnte ich die sogar also richtig schnell wegmachen. Aber naja. Whatever, ne? Das muss auch irgendwie so gehen. So, ein Treffer. Zwei Treffer. Drei Treffer. Und du bist tot. Ja. Ich dachte zumindest, die würden blaue Brocken droppen. Bisher haben die bei mir noch überhaupt keinen einzigen blauen Brocken getroppt gerade. Also zumindest hier in diesem Gebiet haben sie noch das noch nicht getan. Und hier irgendwo. Also ist erstmal der Typ, den wir mich mit Pfeil und Bogen machen können. Aber hier. Pack mal den Bogen wieder ein. Hier ist irgendwo ein Drop, den man wahrscheinlich durch Runterspringen erlangen kann. Ich weiß leider nicht genau wo. Das ist so ein bisschen ein Problem. Naja, egal. Gehen wir erstmal rein in die Kristallhöhle. Und gucken dann gleich nochmal, wenn wir ein Stück weiter drin sind, wo der Drop eventuell sein könnte, wie man da springen muss und so weiter. Ich hoffe jetzt, dass er nicht seinen AOE-Move macht. Macht er aber nicht. Gut, wir stehen hinter ihm, da wo wir stehen wollen. Zwei Treffer. Drei Treffer. Oh, jetzt stehen wir vor ihm, da wo wir auf gar keinen Fall stehen wollen. Vier Treffer, so easy. Die Frage der Fragen ist jetzt, also man sieht hier von oben, sieht man den wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man da vielleicht noch ein Stück weiter rein oder so. Auf jeden Fall hat man vorhin gesehen, da drüben sieht man den Drop. Das heißt, man muss wohl irgendwie... Ich habe keine Ahnung, wo oder wie man da runterspringen muss. Ich werde einfach mal reinlaufen jetzt wieder in die Kristallhöhle, um mich um so Firlefanz nicht wirklich kümmern. Könnte man eigentlich darüber hüpfen? Ich will es nicht ausprobieren. Ich habe jetzt gerade keine Lust eigentlich zu sterben, wenn ich das mal so sagen darf. Komisch, ne? Ja, wie kommt man da hinten an den Drop ran? Wahrscheinlich tatsächlich irgendwie von oben abspringen. Aber dann müsste man halt wissen, wo. Und ich höre schon wieder diese... ich höre schon wieder diese Dinger hier, die mir eine lustige Melodie spielen. Und hier, da hinten sieht man den Gegner, der mich beim letzten Mal gekillt hat.
Den können wir von hier können wir ihn nicht abschießen. Wie kommt man da hin? Da müsste man auf erstmal auf diesen Felsen gelangen. Will mal gucken, ob das so simpel ist, wie ich mir gerade vorstelle. Indem man einfach hier lang läuft. Scheinbar nicht. Okay, ja, keine Ahnung, wie das gehen soll. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt einfach hier wieder runter. Oh, hier kann man langlaufen. Oh, das ist natürlich... Das ist interessant, okay. Gut, damit hat sich die Frage geklärt, wie man an den Drop kommen soll. Oh, guck mal, eine Menschlichkeit, hurra. Okay, dann wollen wir... Wow. Wow. Eigentlich wollte ich da nicht runter, weil ich nicht wusste, was da ist. Das war ein bisschen gefährlich. So, jetzt werde ich mir den... Ich glaube, den Falkenring brauchen wir dafür. Dann kann ich den Typ da drüben, denke ich, abschießen. Das müsste... Hoffentlich geht das von der Reichweite her. Hoffentlich kommt er jetzt nicht gleich angepaced. So, schauen wir doch mal. Ah, sehr schön. Sehr schön. Das macht mich froh. Das macht mich sehr froh, dass wir den so machen können. Dann haben wir hier schon mal auf jeden Fall keinen Tod mehr. Das macht mich wirklich sehr glücklich gerade. Weil dann ist dieser nervige Tod, den wir da letztes Mal haben, quasi nicht mehr das Problem von dieser Runde. Vielleicht kommen wir dann tatsächlich sogar mit relativ vielen Estus an irgendwo. Das wäre schon mal, das wäre super. Aber erstmal schaffen und dann schauen wir weiter, wenn wir da drüben sind. Das dauert ja jetzt ein bisschen hier. Selbst mit Falkenring machen wir den nur relativ wenig Schaden gerade. Der steht halt ultra weit weg hier. Und ja. Ich weiß nach wie vor nicht, ob ich mal auf das... Oh, oh, oh. Das war nicht keine Absicht eigentlich. Das war kacke. Das war so nicht geplant. Oh, fuck. Ja, das war saubehindert. Eigentlich wollte ich nicht auf das Ding schießen, der Pfeil. Ich wollte es nur angucken und der Pfeil ist dann einfach rausgeflogen. Das war nicht geplant so. Ich hoffe, dass das Ding jetzt nicht nochmal aggro ist. Das war, ja, das war, keine Ahnung. Das war mal wieder so eine typische Seppo ist super dumm Aktion, glaube ich. Oh Mann, das war halt so unnötig gerade. Naja, whatever. Der Weg ist nicht allzu weit, deswegen passt es schon. Ah, ich wollte es nicht anhitten. Ich wollte es extra nicht anhitten. Ich wollte es mir nur angucken und darüber sinnieren, ob ich das vielleicht mal anhitten sollte. Und dann ist es aus Versehen passiert und dann war das kacke. Ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich wieder aggro startet, das Vieh. Das kann ja gut durchaus sein, dass es dann einfach, keine Ahnung. Hoffen wir, dass es das nicht ist, dann haben wir weniger Probleme. Oh Mann, das war echt kacke. So. Naja, die sind hier wenigstens so simpel. Okay, damit bist du dann schon mal tot. Der andere kommt auch schon angerannt. Das ist mir eigentlich ganz recht, dass der auch gleich kommt. Dann muss ich den nicht extra pullen. Warum schlägt er nach vorne, wenn ich hinter ihm stehe? Das verstehe ich auch nicht. Das ist nicht sonderlich logisch. Also ich meine, so kann er ja gar nicht treffen. Ach, und ich habe übrigens gerade nicht Havels Ring drin, sondern den Bogenschützring. Denn ist das eigentlich okay? Ich meine, die Gegner sind wie gesagt super simpel. Dann kann ich die eigentlich auch so wegmachen, oder? Ja, nee, es dauert über lange. Vielleicht, wenn ich ein Stück näher rangehe. So, vielleicht so. 28, 28, 28. Ja, ich will eigentlich, dass der herkommt. Das geht halt sehr viel schneller. Und ups, ja, jetzt habe ich sie natürlich beide gleichzeitig gepult. Das war auch nicht geplant. Aber die failen da so ein bisschen. Oh Mann. Ja, das ist schon wieder so ein... Das war schon wieder ein dicker Fail irgendwie. Dieses Vieh anzuhitten. Dabei habe ich extra... eigentlich keinen Pfeil geschossen gehabt, aber irgendwie hat sich das Spiel doch gedacht, dass da ein Pfeil rauskommt gerade. Ja, und wie gesagt, wenn man keinen Havels Ring hat, ist man halt so langsam, also und also zumindest, ja gut, ich könnte mir auch leichtere Rüstung anziehen, aber wie gesagt, wenn man nicht Havels Ring hat, beziehungsweise sich so schwer anzieht, dann das ist echt nervig. Also ich wäre lieber wieder etwas schneller gleich. So. Und ich hoffe,
ehrlich, dass dieses Vieh nicht Auto-Agro ist jetzt, das wäre so kacke. Wenn das jetzt Auto-Agro ist und ich dann da gegen das Vieh kämpfen muss, das wäre so daneben. Das wäre echt nicht gut. So. Ach, der braucht noch einen Hit. Ja, dann machen wir den jetzt hier mit und dann bist du auch weg. Ja, da unten kommt ja nur ein Vieh. Dafür brauche ich jetzt nicht Havels, denke ich. Den werde ich dann wieder anlegen, wenn ich ganz unten bin oder so. Dieses ständige Hin- und Hergewechsel ist sehr nervig, dass dafür kein Quick-Button oder sowas gibt. Wo man sich eben, wie gesagt, ein paar Rüstungssets oder sowas drauflegen kann. Und dann das immer hat. Ja. E52 hast du schon mal abbekommen. Okay, ein Treffer. Zwei Treffer. Ups, doch nicht. Zwei Treffer. Das müsste eigentlich auch schon Geschichte sein, oder? Nee, aber jetzt, wenn ich ihn nochmal treffe, ja, sehr schön. Damit bist du auch Geschichte. Wie gesagt, der Weg hier ist sehr viel kürzer, seitdem ich den Shortcut aufgemacht habe. Hätte ich das mal gewusst, dass das ein Shortcut ist, dann hätte ich das nicht... Also ich musste ja, glaube ich, zwei oder dreimal da rumlaufen, bis ich das erst gefunden habe. War jetzt natürlich nicht so schön. So, ist das Vieh Auto-Agro? Nee, das scheint da wieder in dem Ding zu stecken. Gut, das ist schon mal viel wert, dass das Vieh nicht mehr Auto-Agro ist. Und dass der Weg hier so ein Dingens geheim Super-Secret-Weg ist, ja, hätte man vielleicht drauf kommen können. Ja, da wollte ich eigentlich beim letzten Mal rauf. Hat es aber nicht geklappt. Aber ja, hier sind wir ja eh gestorben. Dann wollen wir ja eh hier hin. So, ich hoffe, dass... Ja, das Ding scheint nicht aggro zu sein. Das ist schon mal gut. Dann machen wir das Teil erstmal weg. So. 42. Ach, guck mal, wir machen jetzt... Oh, Mist. Ich stand gleich zu nah dran. Na, super. Ja, dann machen wir uns jetzt mal Havels Ring rein. Havels Ring... das ist der Wolfsring. Ne, ich will Havelsring. Ich sehe ihn noch. Okay, der braucht noch ein bisschen, bis er hierher kommt. Ja, super. Also muss ich schon wieder gegen das Ding kämpfen. Oder fällt es da einfach runter oder so vielleicht? Nee. Das ist nicht dumm genug, hier runter zu fallen, glaube ich. Vielleicht, wenn ich mich hier so hinstelle. Dass es versucht, auf mich drauf zu springen. Hallo, du. Nee, das ist schlau. Das ist leider zu schlau. Oh Mann, ich war zu nah dran, ne? Aber das konnte ich ja nicht wissen. Und jetzt ist er hier. Ich sollte aufpassen. Der ist, wie gesagt, schneller und schlauer als seine Kumpels. Und seine Attacken machen mehr Wumms. Okay. Bisher läuft es aber eigentlich ganz gut. Oh, daneben. Ich sollte mich nicht treffen lassen. Das wäre super. Okay, das war gut. Ja, keine Ahnung, warum der mich das letzte Mal gekillt hat. Jetzt geht's ja eigentlich. Also. Eigentlich habe ich mich gerollt, aber ich habe mich wohl in seinen Schlag gerollt und dann hat er wohl so geblockt oder irgendwie so. Hä, ich habe das eigentlich auch geblockt, hat aber nicht irgendwie geblockt gerade. Also ich kann hier noch ein Stück hinter. Okay, dann kann ich mal einmal Estusen. Gut, ja. Ah gut, das war gut von mir. Das war gut von ihm. Oh nein. Oh nein, bitte nein. Okay, bitte stirb jetzt. Oh nein, der braucht noch einen Hit. Oh nein. Fuck, gibt's ja gar nicht. Gibt es ja gar nicht. Dieses Vieh, ey. Dieses Vieh macht mir notorisch hart Probleme gerade. Weiß ich nicht, warum das schon wieder nicht geklappt hat gegen das Vieh. Also weil es angelaufen kam, ich werde das jetzt einfach nochmal hinlaufen und nochmal mit Pfeil machen. Gibt's ja gar nicht. Ja, ich werde da nochmal hinlaufen. Laufen. Ja, Horst Lafern werde ich da hinlafern. Ja. Oder hinlabern werde ich mich da. Das war echt schade eigentlich. Ich wusste nicht, also gut, man muss ein Stück weiter wegstehen, damit das nicht angerannt kommt. Das sollte jetzt aber nicht das Problem der Probleme sein eigentlich. Hoffe ich zumindest. Das war aber echt doof jetzt. Dieser eine Gegner da macht mir so krass Probleme. Ich weiß halt auch gar nicht, also ob ich mich da schlecht anstelle oder sowas. Wahrscheinlich schon. Oder ob der wirklich so stark ist oder weiß ich nicht. Jedenfalls hat er auch, glaube ich, meinen Block einmal mindestens durchbrochen. Also die hier, die machen ja gar nichts. Die sind ja dumm wie Weißbrot. Aber der andere Typ, der hatte irgendwie, also der hat auch so einen anderen Schlag drauf.
Dass er, der dreht sich quasi komplett um seine eigene Achse, wenn er zuschlägt, einmal. Und deswegen trifft er mich auch, wenn ich hinter ihm stehe, was ungut war. Aber wir wissen ja eigentlich, oder ich weiß ja eigentlich, dass ich den ja treffen kann mit dem Falkenring, ohne dass er aggroht. Das hatten wir ja davor auch. Deswegen, ja. Deswegen sollte es eigentlich mal klappen. Jetzt, wenn ich es mal wieder dorthin schaffe. Das war echt schäbig, ey. Und soweit ich weiß, kann man die Kristalltypen zumindest nicht, also ich habe gerade nicht den Dingsring drin, sondern Havels. Soweit ich weiß, kann man die Kristalltypen hier nicht vergiften. Deswegen glaube ich auch, dass man den anderen Kristalltypen, den grau-braunen, keine Ahnung, auch nicht dingsen kann. Kommst, ah, oh, diese AI von denen ist teilweise so dumm. Das ist ein bisschen ärgerlich. So. Ah, der eine hat nicht ganz getroffen, glaube ich. Damit bist du weg und tschüss. So, ein Typ noch. Und dann noch einer unten und dann noch der Graue, der ja uns notorisch Probleme gemacht hat bisher. Aber ich glaube auch hier... Autsch. Das war... keine Ahnung, das hat er davor eigentlich auch noch nie durchgebracht. Und ich dachte auch, das könnte man einfach blocken, aber man kann das nicht blocken. Also ich konnte es gerade nicht blocken, besser gesagt. Ja, damit brauchen wir jetzt hier schon einen Estus. Naja. Whatever works, wie man so schön sagt. Whatever works. Ja, den Drop haben wir ja jetzt. Da müssen wir uns also hier nicht völlig verrückt runterstürzen, sondern das ist sehr viel simpler. Hoffe ich jetzt, dass der Typ mir keinen Ärger macht. Okay. Ja, ich habe mich noch nie von dieser Attacke treffen lassen. Weiß nicht. Also scheinbar kann ich die auch... bekomme ich die nicht geblockt, diese andere Attacke, die der immer macht. Oder nicht sonderlich gut scheinbar, oder... ach, was weiß ich. Okay, das war gut. Das war tschüss für dich. Okay, Versuch, ich weiß gar nicht. 3, 4, 10, 100. Ich habe keine Ahnung mehr. Jedenfalls, ja, wir sind wieder hier. Wir sind wieder an der gleichen Stelle. Und diesmal werde ich es hoffentlich nicht verkacken. Ach, das war echt, keine Ahnung. Hoffentlich werde ich es diesmal einfach nicht verkacken. So. Also beim letzten Mal war ich auch schon hier unten irgendwo. Vielleicht von hier so. Ja, das trifft sogar schon. Dann machen wir das jetzt von hier. Das dauert jetzt ein bisschen, aber ist mir völlig Wurst. Ich werde hier nicht nochmal an diesem Scheißviech sterben. Das kann ich schon mal sagen. Dann können wir eigentlich auch die stärkeren Pfeile nehmen. Davon haben wir mittlerweile auch eine Menge. Ja, 23 pro Hit. Das ist super. Das reicht mir. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, man kann sich hier aber auch hart verkacken irgendwie. Durch reine Dummheit habe ich es mir hier also zweimal verkackt und einmal war ich halt zu nah dran an dem Typen. Und dann ist er halt rangerannt gekommen. Das wusste ich aber nicht, dass das geht. Deswegen würde ich das nicht als hart verkackt nennen. Also verkackt habe ich es, als ich dieses Viech links von mir angehittet habe, offensichtlicherweise. Und verkackt habe ich es, als ich, weiß ich gar nicht, als ich gegen den im Nahkampf gefailt habe einmal. Oder so. Naja, egal. So. Der ist ja schon fast halb down. Hurra. Ach, guck mal. Da habe ich gerade mehr Schaden gemacht. Ist es da sein Kopf oder so? 21. Moment. Ich versuche nochmal. Ach, guck mal. Hier der Spot. So. So in der Art. 23. 23. Noch ein Stück nach rechts, glaube ich. Vielleicht so. Ach, schau mal an. Ja, das ist random, ob ich 23 oder 26 kriege, glaube ich. Ach, weil der so wackelt wahrscheinlich. Manchmal treffe ich ihn eben ein Stück näher, wenn er so rumwackelt. Glaube ich. Das könnte natürlich sein. So, dann haben wir den schon mal weggemacht. Das ist schon mal viel wert. Dann habe ich ja schon... das Gröbste haben wir damit geschafft, quasi. Quasi.
Oh, ich brauche halt über 50 Pfeile für den Gegner. Also, ich hatte ja... Ja, ich habe fast 50 Pfeile jetzt schon in den Reihen gejagt, oder? Das werden auch noch ein paar mehr. Also, ich werde wahrscheinlich 60 Stück oder so in den Reihen jagen, bis der tot ist von den stärkeren Pfeilen. Das ist schon krass. Da muss ich auf jeden Fall mal dran denken, dass ich mir wieder Pfeile kaufe und irgendwo Brandbomben. Brandbomben wären auch sehr, sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch erinnert. Ich hatte ja da diesen einen Bogenschützen, der so in dem Arschspot war. Das war nicht sonderlich easy, den zu killen. Und ich hoffe, dass das so ein, dass der Gegner Single nur einmal da kommt und nicht immer wieder. So, verloren ist gut zurückerhalten. 1000 Milliarden Seelen. So, wo müssen wir denn jetzt hier nochmal lang? Das ist ja meistens so eine tolle Nachricht hier. Und das ist auch sehr deutlich ausgeschildert quasi. Ja. Ein Weg ist voraus. Ach so, steht die ist das hier eine Nachricht vom Spiel tatsächlich und nicht von einem Spieler? Ach, ich glaube, das ist tatsächlich vom Spiel an sich die Nachricht und nicht von irgendeinem Spieler. Weil ein Weg ist voraus, habe ich hier schon öfter gelesen. Genau an der gleichen Stelle. Und ich sehe da Blutflecken. Das bedeutet wohl, dass hier noch mehr Leute gegen den Gegner gestorben sind. Nicht nur ich. Schauen wir doch mal. Ja, der versucht hier mit irgendwie so einem Knüppel den zu bekämpfen. Und dann wird er von ihm getötet. Ja. Hm. Ja. Wo geht's denn hier weiter? Sieht fast so aus, als ob es hier weitergehen würde. Hier so. Kann man hier nicht Prismasteine benutzen, um das zu testen? Ja, hier ist ein Weg. Ich versuche einfach, mich an diesen Lichtdingern, die hier runterkommen, auszurichten so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie breit der Weg hier ist. Ich versuche einfach mal, mich an der Nachricht so ein bisschen auszurichten gerade. Oh nein, da ist schon wieder so einer. So, versuchen wir es doch mal von hier und hoffen, dass der nicht aggrot. Treffen wir den überhaupt von hier? Nein. Nee, das ist zu weit. Da müssen wir noch ein Stück weiter rein. So, vielleicht von hier. Ich hoffe, dass ich den jetzt nicht aggro. Das wäre kacke. Ach, guck mal, der bleibt einfach stehen. Das ist super. Er bleibt stehen wie angewurzelt und er nimmt auch super viel Schaden, weil wir relativ nah dran sind eigentlich. Das ist geil. Vielleicht treffen wir sogar auch seinen Kopf. Ja, dann wackelt er nur rum. Das mache ich, glaube ich, nicht mehr. Denn mehr Schaden macht's ja auch nicht. Ja, hm. Glücklicherweise aggrot der nicht, wenn man den von hier macht. Das ist so viel wert. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. Ich habe keine Lust, eigentlich nochmal zu sterben jetzt. Und ich werde auch sicher nicht nochmal so ein Mondlichtschmetterling Vieh anhitten aus Versehen. Was ich interessant fand, war, dass das gar keine HP-Bar hatte, als ich das angehittet habe. Kann es sein, dass man die vielleicht gar nicht killen kann oder so? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay, das war der Typ. Da haben wir nochmal eine Nachricht. Dann laufen wir da mal hin. Was steht hier? Hier, ja, danke. Das hätte ich aber auch vielleicht so rausfinden können, durch diese Dinger, die da runterfallen. Also ist jetzt nicht so super kryptisch. Bisher. Und die scheinen ja echt nichts zu machen eigentlich. Bis dann gleich einer kommt, der dann einfach Auto-Aggro ist und einen wegburstet oder so. Blauer Brocken. Nehmen wir natürlich. Wo geht's weiter? Das ist eine gute Frage, oder? Das ist, glaube ich, sogar eine sehr gute Frage. Ach, ich sehe da wieder so ein Falldings. Hier so, da drüben. Wo geht es weiter? Gute Frage. Sogar eine sehr gute Frage. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, ich muss hier näher an die Kante ran. Hier so. Ja, hier kann man stehen. Okay, dann orientiere ich mich mal. Nicht euer Ernst, oder? Ach, was ist denn das für eine Kacke? Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Das finde ich scheiße so. Da habe ich sogar schon ausprobiert und dann dachte ich, man kann sich da einfach an diesen anderen Teilen orientieren.
Aber natürlich ist dann direkt, nachdem man an der Kante stehen kann, da der Tod. Ich hoffe, dass die zwei Gegner, die ich hier gekillt habe, dass die tot bleiben. Dass man die nicht jedes Mal neu machen muss. Und ich würde auf jeden Fall mal den Part hier beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Fail zuzugucken. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich nochmal versuche, durch die verdammte Kristallhöhle durchzukommen. Und damit sage ich tschüss.